Willkommen zurück zu Yoshi's Crafted World und der Rückseite von Hop Hop Galopp. Wir werden heute dieses Level schaffen und dann auch ein paar Quests machen mit dem lieben, nervigen Leuten, die uns die Quests halt nun so mal geben. Ja, ist etwas her mit Yoshi, aber das ist ja eigentlich immer so. Also warum sage ich das eigentlich noch? Ich weiß es nicht. Ich bin komisch. Was weiß ich. Ah, das war das Level dieses drittes. Ja. Das war das, wo man alle Ringe einsammeln musste. Ich erinnere mich. Zum Glück müssen wir das nicht nochmal machen, weil das haben wir jetzt schon 100% geschafft, ne? Wer das nicht gesehen hat, da kann er wieder zurückgucken zu der Folge, wo wir das gemacht haben. Okay, warte, wie viel Zeit habe ich denn überhaupt? Habe ich genug Zeit? 2 Minuten nur! Okay, das wird vielleicht etwas schwerer. Vor allem, oh Gott, ja, man kann sich hier überhaupt nicht steuern. Ja, man kann sich überhaupt nicht steuern. Ich bin gerade am Verzweifeln mit meinem Sarg. Ja, ich gehe gleich ins Sarg, ey. Wenn es hier so weitergeht. Ich weiß echt nicht, wo die... Stimmt, ich muss darauf achten, ob ich die höre. Im Hintergrund habe ich echt versteckt bei den Shy Guys, aber okay. Verdammt, 1 Minute schon vorbei, weil wir es eh nicht mehr schaffen. Ich höre noch nicht mal irgendeinen. Ich höre keinen. Doch jetzt höre ich einen. Ist es der erste? Nee, da versuche ich nochmal erneut. Also irgendwo habe ich was überhört. Da muss ich nochmal wenig leise sein, um zu hören. Hier in meinem wunderschönen Sarg. Ich habe irgendwo was überhört. Nichts. Den nehme ich mal mit. Das war auch nichts. Hier ist auch nichts. Ich höre ja einfach nichts. Hier ist er nicht. Das ist so seltsam. Es gibt zwar Leute, ich weiß, es gibt Leute, die schneiden das immer raus, wie sie die Poochies suchen und dann schneiden die einfach nur rein, wo die Poochies sind, aber ich finde es besser, wenn man die Suche auch drin hat, persönlich. Ich weiß auch nicht. Ich habe keine Ahnung, wo der erste sein soll. Ich verstehe nicht, wo der erste ist. Ich gehe schon mal weiter, damit ich weiß, wo der letzte ist. Wo soll denn der erste sein? Finde ich überhaupt den letzten? Mir würde gerade nicht einfallen, wo der erste sein soll. Ja, fang ihn doch! Meine Güte, jetzt krieg ihn doch endlich! Den da hinten im Hintergrund! Bro! 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 Ja. Schwere Geburt, ey. Ja, ich habe echt keine Ahnung, wo der erste sein soll. Den müssen wir dann nochmal suchen. Na, im Hintergrund ist bestimmt irgendwas, was man dann gleich abschießen muss. Wir werden dann gleich eh erfahren, was wir alles abschießen müssen. Das wird die Aufgabe in dieser Folge sein. Ich habe nicht mal den ersten gefunden und bin knapp ins Ziel gekommen. In der Zeit. Aber kommt trotzdem nicht, weil ich nicht alle drei habe. Mann. Ja, wo war denn der erste? Ich habe überall gesucht. Wo war denn der erste? Zeig nochmal. Der blaue, das ist der erste. Dann kommt der schwarze und dann kommt der pinke. War der pink? Ich glaube, oder? Das ist aber echt so verwirrend, finde ich. Also keine Ahnung. Yoshi. Auf Bellen muss ich achten. Na komm, schnell. Was? Warum hast du vorhin nicht gebellt? Ey, ach. Komm mal. Ja, bekomm ihn. Krieg ihn doch. Bitte. Krieg ihn. Yes. Okay. Er war nicht schwer versteckt. Aber hat einfach nicht gebellt. Ihr wisst, ich höre immer auf das Bellen, damit ich halt weiß, wo die sind. Das ist so meine Taktik, um zu wissen, wo ich die finden kann. Aber da hat einfach nicht gebellt. Cool.
Können wir nicht sagen, dass da nicht mal eine Reichweite war. Junge, das ist nicht NES, wo, wenn man irgendwie aus dem Bildschirm geht, das alles despawnt. Wir sind 2019 auf der Switch. Da muss er schon anfangen zu bellen. Ganz ehrlich. Keine Ahnung, mich riecht das aber irgendwie wenig auf. Ist aber halb so wild, denn wir wissen ja jetzt, wo alle sind und können das schnell beenden. Ich laber irgendwie Blödsinn. Und da niemand von uns unbedingt diese Quest sehen will, wird, wo sind denn alle? Nur die, die es halt selber spielen. Aber die, die das Spiel nicht selber spielen, die, den juckt es halt nicht, denke ich mal. Guck, der ist so schon, der hat schon gebellt, obwohl ich noch nicht mal im Screen sah. Ich konnte ihn noch nicht mal realistisch sehen. Und der hat schon gebellt, Junge. Das ist ein toller pinker Hund. Den hole ich mir. So, zack. Schnell weg hier. Schnell ins Ziel. Wir haben noch eine halbe Minute. Schaffe ich es überhaupt noch? Ja, doch, müsste ich eigentlich noch schaffen. Auch wenn es knapp ist. Also die Zeit ist etwas knapp bemessen, aber wir sind ja schon etwas weiter im Spiel, so gesehen. Es gibt ja nur 5 Kristalle. Und einen haben wir schon. Wir sind jetzt schon bald beim zweiten. Kann ich schon verstehen, aber ist trotzdem etwas knapp. Ja, jetzt haben wir alle. Jaho. Und ich weiß, es ist gerade noch immer noch eine halbe Sekunde Verzögerung. Ist immer so. Ich weiß nicht, wie ich das wegbekomme. Wenn ich jetzt hier nicht irgendwas eingestellt hätte, dann wäre immer noch eine 2,5 Sekunden Verzögerung. Das wäre noch schlimmer gewesen. Deshalb habe ich hier eine kleine Verzögerung reingetan. Aber ist auch egal. So, was hast du für Dinge? Was hast du für Missionen? Ich brauche Utensilien. Ich benötige 5 Rahmenluftschiffe. Was ist denn ein Rahmenluftschiff? Davon gibt es einige auf der Rückseite des Spinnrad-Levels. Ich bräuchte 5. Spinnrad-Level? Was, das hier? Nee, das hier, oder? Nee. Das hier bald, ja. Ach so, da steht ja Spinnrad-Spinnerei. Auf der Rückseite. Okay, ja, ich bin etwas dumm. Ja, dann sammle ich die kurz ein und dann schneide ich rein, wo die sind. Der erste befindet sich direkt am Anfang des Levels hier im Hintergrund. Der zweite befindet sich hier. Hier. Der dritte befindet sich hier im Hintergrund. Den vierten gibt es hier. Und der letzte ist ganz am Ende des Levels hier versteckt. Ja. Yeah. Damit haben wir alle. Und ich muss ehrlich sagen, das war sehr, sehr leicht. Also wirklich sehr leicht. Das war lächerlich leicht. Wenn ich das mal so anmerken darf. Juhu. Dann gebe ich dir eine Blume. 199 haben wir damit. Ja, was hast du noch so? Ich hätte gerne ein Schnuffelbild. So eines war auf der Rückseite des Geisterhauses, neben einem Shy-Guy-Bild. Neben einem Shy-Guy-Bild. Okay, dann werde ich da mal nach Ausschau halten. Das Ding ist es, dieses Bild von dem süßen kleinen Schnuffel. Okay, dann hole ich das mal. Dieses Level passt auch so ein wenig mit meinem Sarg. Vielleicht mache ich auch noch mal ein extra Level, wo ich all die ganzen Outfits zeige, wie die so in zum Beispiel in so dieses Sarg hier in diesem Gebiet aussieht zum Beispiel. Wenn ihr drauf Bock hättet, dann schreibt das mal rein oder ich überlege es mal selber so, weil es schreibt mir eh niemand in den Kommentaren, aber ja, mal schauen. Also sorry, ne, aber das ist echt asozial versteckt. Ich musste das tatsächlich nachgucken, nach mehreren Tries, die ich das nicht finden konnte. Ich sitze hier schon, weiß ich nicht, 20 Minuten, 30 Minuten, was weiß ich. Und ich konnte es einfach nicht finden. Wisst ihr, wo es ist? Wenn ihr jetzt genau auf dem Bildschirm guckt, vielleicht seht ihr es da unten. Da ist es. Was sagte die Beschreibung uns mal wieder? So eines war auf der Rückseite des Geisterhauses, neben einem Shy Guy-Bild. Okay. Ich suche also an den Orten, wo es ein Shy Guy-Bild gibt. Und mal wieder, so einen Fall hatten wir schon mal, ist die Beschreibung inakkurat. Oder, ja, inaccurate. Hab ich jetzt toll übersetzt, weil ich sehr viel Englisch rede. Ja, ist auf jeden Fall nicht richtig. Hier ist ein Bild. Dann dachte ich zum Beispiel, ja, vielleicht ist hier irgendwas versteckt. Vielleicht muss ich ja irgendein Gegenstand im Hintergrund attackieren oder was auch immer. Ja, aber nee, es ist einfach hier unten. Es ist einfach hier. Ich musste das nachgucken, das hätte ich nie gefunden. Also, tut mir leid, aber das ist asozial. Ganz ehrlich. Da habe ich kein Verständnis für.
What were they thinking? Meine Güte. Bitte lass es Eisig gewesen sein. Ich will jetzt raus. Ich will das neue Level spielen. Lass mich in Ruhe. Ja, mit 200, er will noch was. Ich benötige 4 Ganoven-Shy-Guys. Diese verdächtigen Gesellen könnten sich beim Zirkus verabtreiben. Die habe ich tatsächlich schon gesehen. Ich bin mir noch nicht sicher. Vorderseite, Rückseite. Ja, die habe ich schon gesehen. Die Dinger, ja. Die sehen voll cool aus. Vor allem ihr Outfit. Voll nice. Dieser Fedora oben, der ist voll nice. Ja. Dann schneide ich euch rein. Der erste befindet sich hier am Anfang des Levels. Der zweite befindet sich hier oben. Der dritte, etwas schwerer versteckt, der ist nämlich hier in diesem kleinen Häuschen. Nahe das Ende. Oh, der letzte ist ganz schwer versteckt. Der ist ja am Ende des Levels. Dort hinten. Das ist ein cooles Versteck tatsächlich. Ist nicht fies, wenn du drauf achtest, dann siehst du ihn, wie ich halt jetzt getan habe. Von da verzeihe ich dem diese Mission noch, denn diese Mission war gar nicht mal so schwer. Vor allem bei so einem kurzen Level ist das sehr hilfreich. Und joa, dann haben wir das auch schon mal geschafft. Bitte lass es jetzt, okay? Ich habe keinen Bock, wieder 20 Aufgaben zu machen, aber muss wahrscheinlich. Ja, muss ich. Ich bin in die Achterbahn. Im Spinnrad-Level gibt es meine Lieblingsaktion. Attraktion, die Achterbahn. Wozu willst du eine Achterbahn? Spinnrad-Level hier. Vorderseite, Rückseite, Vorderseite. Das ist jetzt hier verschwärzt, wie das aussieht. Er sagt nicht wo, aber wir werden es herausfinden. Oh, ist es die hier? Kann das sein, dass es die hier ist? Hier ist nämlich eine mit süßen kleinen Schallgeist drauf. Die finde ich echt knuffig. Ja, das ist die. Also da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Ich finde die Schallgeist drauf echt knuffig. Hab ja auch auf Discord dieses Shy Guy Bild als Profil. Wusste gar nicht. Ich hatte das sogar vorher schon auf Discord als Profil und ich wusste gar nicht, dass die das als Icon hier auf der Switch machen. Das hat mich voll überrascht. Ich fand es auch irgendwie voll cool. Keine Ahnung, ich finde diese Shy Guy Bilder, die sind richtig dumm aussehen, irgendwie cool. Was jetzt? Ich brauche einen Zirkuswagen. Damit transportiert man auch Zirkustiere. Auf der Rückseite müsste einer sein. Also das gleiche Level hier. Ja. Rückseite? Nein? Warum sagst du dann, auf der Rückseite müsste einer sein? Sag mir doch zum... Ach so, also Zirkus gesagt. Ja, ich bin dumm. Ja, ja. Ist halt ein Waggon, ne? Ja, ich wusste, dass der Waggon irgendwann zum Auftritt erscheint. Den Waggon, den habe ich mir schon angesehen, dachte, eigentlich müssen die Gegenstände, die Leute, die da drin sind, abschließen, aber wir brauchen den Waggon selber. Mein, lern endlich reden, ey. Also, was ich sagen wollte, der Waggon war cool, habe ich schon die ganze Zeit gesehen und ich dachte mir, den müssen wir bestimmt abschießen und ja, den mussten wir abschießen, aber ich dachte eigentlich die Leute da drinne, weil die habe ich mehr als den Waggon selber wahrgenommen. Das wollte ich sagen. Yay! Alle? Waren das alles? Oh, Bro. Großvater, oh, die habe ich tatsächlich schon gesehen. Ich weiß, wo die ist. Die kann ich euch direkt ohne Schneiden zeigen. Auf der Rückseite des Geisterhauses wird man fündig. Ohren gibt es oft in den Zimmern. Obwohl, war die am Anfang oder Ende des Levels? Egal, ich zeige sie euch. Ich weiß sofort, wo die ist. Am Ende des Levels kann man hier nämlich nach oben... Hier nach rechts und direkt im Hintergrund ist sie hier. Die habe ich schon 10.000 Mal gesehen, habe ich öfter mal abgeschossen, aber ich konnte sie noch nicht einsammeln, weil ich die Quest noch nicht eröffnet habe. Das ist sowas, das muss ich zugeben, nervt mich tatsächlich schon ein wenig. Also Gegenstände schon siehst, sie will sie abschießen, aber nee, sagt das Spiel nein. Manche Leute finden das vielleicht cool, dass man das erstmal die Quest eröffnen muss, aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Jein? Was denn noch? Ich brauche ein Karussell. Das Fundament jedes Vergnügungsparks im Spinnrad-Level dreht sich so einiges. Ja, bei dir dreht aber nicht mehr so einiges. Auf der Vorderseite ein ganz normales Karussell, wie man es kennt. Okay. Ich hoffe, das ist das Letzte. Ich habe keine Lust mehr. Ist es das hier schon? Ja, das mit diesem riesengroßen Mantax drauf. Okay, sieht nicht aus wie ein Mantax, aber vorher sah das irgendwie... Ach, ich weiß nicht, was ich sehe. Ich sehe komische Dinge. Ja, war am Anfang des Levels tatsächlich. Deshalb hat es mir Mühen ersparen können und hoffentlich auch die Welt jetzt hier beenden können. Please! Ich
hasse es, wenn die 10.000 Aufgaben haben. Gib mir vielleicht eins, zwei und das war... Nimm noch eine, bitte. Ich brauche 6 Nachthimmelgeister. Sie fliegen am Nachthimmel des Geisterhauses. Bitte 6 davon, okay? Oh Gott, ja, okay. Aber ich muss ehrlich sagen, die sehen ganz cool aus, so. Die haben was. Die sehen nämlich voll nice aus. Ja, okay. Das erste ist direkt am Anfang des Levels. Hier oben. Warte, wie komme ich denn da ran? Von hier? Ach, von hier. Okay. Der zweite ist hier oben, am ersten Haus. Der dritte ist hier im Hintergrund, bei diesem Berg. Direkt hier ist der vierte, den ich nicht abschießen kann mal wieder. Ach, wahrscheinlich hier von der Seite. Aber ich muss aufpassen, weil jetzt gleich kommt der Sensenmann. Aber ich hab ihn. Lol, habt ihr das gerade gesehen, wie ich gestorben bin? Ich wollte gerade sagen, der fünfte ist direkt hier, direkt danach. Und ja, das war ein sehr seltsamer Tod. Oh, ganz gut versteckt. Den habe ich gerade noch so gesehen, wollte gerade hier verlassen. Hier oben ist der letzte. Ja, die fand ich cool, die Mission. Die war nicht schwer, die war ganz chillig. Ja, könnten doch alle Missionen so sein, damit ich nicht stressen muss. Naja, wie auch immer. Ist ein Yoshi-Spiel, da muss ein paar schwierige Stellen rein. Ne? So, aber jetzt lass es bitte gut sein. Jetzt reicht es echt. Danke, wir haben's. Woo! Ich habe absolut keine Ahnung, wie lang die Folge jetzt sein wird, weil ich muss ja so viel schneiden. Ich habe jetzt schon mehr als 40 Minuten oder so aufgenommen für diese Folge. Und yeah, wenn wir jetzt kurz... Ja gut, mit dem Menü können wir auch noch kurz gehen und ein neues Outfit wählen. Das ist nämlich seit langem kaputt gegangen. Deshalb nehme ich mal den Raben, warum nicht? Der ist ultra selten, hat viel Leben und von daher passt das gut. So, Level. Nein, herauszoomen, das wollte ich machen, genau. Ach, kommen noch nicht ganz auf das Recht. Aha, wir müssen noch eine weitere Welt machen. Okay. Dann machen wir die nächste Welt. Heißkaltinseln heißt sie. Heißkalt. Ich brauche 10 Grenzeblumen. Ich habe gerade noch so 10 Stück. Die kann ich ihr noch eben geben. Danke, es geht mir schon viel besser. Oh, die Flasche ist aufgebrochen. Das wollte ich jetzt nicht unbedingt. Herzlich willkommen in Heißkaltinseln. Das sieht sehr interessant aus. Okay, wisst ihr was? Ich glaube, da brauche ich ein anderes Outfit für. Irgendwas Heißkaltes. Was nehmen wir denn da am besten? Haben wir den Cupcake schon? Ich weiß es gar nicht. Ich würde sagen, wir nehmen einfach so eine rote Wolle oder so. Obwohl, die blaue macht mehr Sinn, ne? Ich nehme mal die blaue. Wo ist sie denn? Da, Ashi. Nein, das wollte ich nicht nehmen. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, aber ich habe irgendwie die gleiche Verzögerung. Wenn ich irgendwas drücke. So eine halbe Sekunde Verzögerung oder so. Was auch immer. Bombenahoi ist das erste Level. Das sieht aus, als würden wir auf einem kleinen Schiff segeln. Das ist doch voll cool. Und nervig mit den ganzen 100% Sachen, aber es ist eine coole Idee. Deshalb mache ich es jetzt schon mal. Bomben, ahoi. Ich habe das Gefühl, ich bin einer der wenigen, die das Spiel tatsächlich 100%. Aber ich kann wirklich verstehen, wenn Leute die 100% wollen. Oh, seht ihr da hinten den Schiff? Nee, Schiff ist es nicht, aber diese hinten, diese Eiswürfel und dann dieser... Oh, das ist... Oh, Naffe! Naffe! Ich hab ihn! Falls ihr den nicht kennt, das sind sehr bekannte Gegner aus Yoshi-Spielen. Das sind auch dafür bekannt, dass sie sehr nervig sind und einen behindern. Oh, da vorne ist irgendwas, so eine Krabbe. Vielleicht müssen wir die später sammeln. Kann ich mir zumindest gut vorstellen. Hier gibt's Krabben! Oh, hier will ich aber mal sein. Das ist doch voll chillig, oder? Oh, lol! Ach, warte, den kennt man doch aus, was war das? Yoshi's New Island? Den kennen wir auf jeden Fall schon mal. Den kannte ich. Wo gab es den schon früher? In Yoshi's Island schon? Ich weiß es gerade tatsächlich nicht mehr. Aber es gibt Cheap Sheep später zu sammeln anscheinend. Ah, yeah. Cool. Echt cool. Da. Meistens sind die immer auf solchen... auf solchen Seilen drauf. Ich will in den Abgrund schmeißen. So, genau. Ich darf das Level neu starten, weil mir einfach so eine rote Münze in den Abgrund gefallen ist. Super, cool.
Ja, was ich sagen wollte, ist in der Nähe von Affenlevel, oder eigentlich in jedem Level, wo es Affen gibt, gibt es auch Melonen. Gibt es die in diesem Spiel auch wieder? Wäre episch, weil ich feiere die. Kann ich den eigentlich dahin schmeißen? Na, das reicht ja nicht, glaube ich, oder? Ich weiß gar nicht. Na egal. So, tut mir leid, dass ich das Level jetzt nochmal abgebrochen habe, aber ich will jetzt wirklich immer wieder versuchen, die Level in First Try zu schaffen. Zack. Okay, aufpassen. Da kann ich nicht dran, warum nicht? Können die Dinger dran? Dann tschüss. Ja, ist mir jetzt auch egal. So, hier kommen drei raus. Die muss ich schnell einsammeln. Ja, es waren alle drei welche. Ja. Was bist du denn für einer? Hä? Hi! Was geht? Ist das ein Freund von mir oder was, Mathe? Einen Moment. Gibt es nicht irgendwas zum Abschießen? Nein? Okay. Bam! Oh, mein kleines Minigame. Guten Tag. Oh, die sind aber lieb, glaube ich. Ich glaube, die sind lieb. Die wirken auf mich zumindest sehr lieb. Oh, den habe ich bekommen. Nice. Oh, ein fucking Cheep Cheep. Ich hab keine Dings mehr. Hallo. Cheep Cheep, schnell. Nein! Nein! Gib mir schnell ein Cheep Cheep! Okay, ich mag das Level jetzt schon mal nicht mehr, weil es hier keinen Block gibt, der einen die Eier auffrischt. Deshalb mag ich dieses Level jetzt schon nicht. Die Idee ist cool, aber die 100% in diesem Level sind ekelhaft. Warum macht man auf dem Boot nicht so ein Eierblock hin? Und da hinten sind wieder diese Vögelein. Die muss ich erstmal hier mit Puppen. Zack, kommt her, komm her, komm her. Ja, ja, ich kenne das, dass sie hier diese ihren Arm so rausheben. Ich kenne das schon. Ja, die eine Blume, wissen wir, wo die ist. Die hole ich dann gleich noch nach. Finde ich jetzt sehr, sehr, sehr blöd. Wenn ich das mal so anmerken darf. Okay. Stimmt, wir müssen ja die 100% auch noch sammeln. Ich schätze mal, die anderen sind alle nur für Münzen und nichts Wichtiges. Hoffe ich mal. Ach, dann kann man so auch killen. Muss man gar nicht auspusten oder... Ne, was auch immer. Okay, wusste ich tatsächlich nicht. Dann kommt mal hierher. Ich brauche nämlich anscheinend wieder viele Eier in diesem Level. Obwohl, soll ich hier alles kaputt machen? Bin ich gerade gestorben? Oh Leute, ich bin gerade gestorben. Okay, dann soll ich wohl nicht alles kaputt machen. Schätze ich mal, oder? Obwohl hier. Ja, ja, hier ist was. Kann ich nicht. Ich brauche irgendwas zum. Hier, hi. Komm mal her, du. Yay, das ist sogar eine Blume. Wir haben was verpasst. Wo haben wir denn was verpasst? Nein, mein Kostüm ist kaputt. Oh, ist das nervig. Ich hätte das andere Kostüm behalten sollen. Das hatte mein Leben. Ich habe irgendwo was übersehen. Irgendwo habe ich eine Blume übersehen. Ist das gerade deren Ernst? Wo habe ich... Wo? Hier war die Blume, ne? Ja, hier war eine Blume unten. Also muss ich irgendwo weitergehen. Hier unten war nichts, ne? Ja, keine unsichtbaren Dinger. Jesus. Kann man nicht abschießen. Aber die sehen cool aus. Hier hinten vielleicht, ne? Naja, so. Hier? Oder wo? Oh fuck, nein! Das waren rote! Ach, dieses Spiel. Ich weiß nicht. Vielleicht bin ich einfach Yoshi ungewöhnt, aber... Weil ich das schon ewig nicht mehr gezockt habe, Yoshi, aber vielleicht ist das... Ich weiß nicht, was ich sagen will. Oh, schau euch den da an im Hintergrund, der ist doch so knuffig. Zack. Rote. Ja, war eine rote dabei. Also eine rote haben wir auf jeden Fall verpasst, weil die wieder sich suiziden gegangen ist. Cool. Also nicht cool, aber ja, cool. Kann man ja nicht ändern. Ach, die kann man abschießen. Ah, man muss erstmal. Oh, ja, okay. Oh, verdammt! Verdammisch! Uns fehlen zwei Blumen und ich weiß nicht, wo eine von denen ist. Das ärgert mich. Ganz doll. Lol, lol, lol. Das ist wieder unser Freund. Ich glaube, die großen Affen, die aussehen wie Donkey Kong. Ja, okay, sehen die nicht, aber.
Irgendwie die großen Affen sind anscheinend Freunde von uns. Ah, wir müssen hier wieder Sachen sammeln. Das haben wir schon ewig nicht mehr gehabt. Das finde ich cool. Weil das haben wir, wie gesagt, schon ewig nicht mehr gehabt. Dass wir das mal wieder aufgreifen, finde ich nice. Das ist alles Münzen, das ist alles Münzen. Da sind rote dabei. Eine rote dabei. Nice. Die letzte war sogar noch eine. Das war krass. Oh, guckt euch den Stein an. Ah, dieses Spiel. Also, man kann sagen, was man will. Die Grafik von dem Spiel ist eigentlich schon 10 out of 10, oder? Was meint ihr? Irgendwie ja schon. Zack, so. Die Dinger sind wie Poochie Pups, weil die gehen nie, die kommen immer wieder zurück. Okay, das Ding war einfach zu holen. Zack, mach euch gegenseitig kaputt und du pisst dich einfach mal hier zurück. Zuck, zuck, zuck. Ich finde es aber cool, dass man manchmal so ein paar Sachen sammeln muss. So wie diese im ersten Level oder in diesem Level. Finde ich ganz cool. So, jetzt haben wir alle Teile. Aber noch nicht alle Sachen, die wir sammeln wollen. Hier sind drei rote. Okay. Oder haben wir alle gehabt? Nee, kann gar nicht sein, weil eine fehlt mir, aber mir fehlen jetzt immer noch zwei rote. Ist das schon das Ende? Ich bin gerade echt verwirrt, tut mir leid. Tschu! Achso. Das kommt dahin. Ja? Das kommt dahin. Oder dahin und das kommt hier vorne hin. Yay! Ja, geh nach vorne. Was müssen wir jetzt abschießen? Das hier? Und das hier? Vielleicht kommt ja jetzt ein cooler Bosskampf. Das wäre. Oh ja! Wie cool! Verdammt. Zack. Bam. Okay, wir müssen Schiffe abschießen. Das finde ich tatsächlich ganz cool. Warte, abwarten. Jetzt. Bam. Bevor die uns treffen. Okay. Oh Gott. Nein, 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 nein. Das ist fies. Ich ignoriere mal die mit den Schätzen, weil ich glaube, die sind eh nur nebensächlich. So braucht man nicht, meine ich halt. Okay, wir müssen aufpassen, weil wir gerade ein wenig sehr krass bombardiert werden. Da war eine rote Münze tatsächlich. Was? Hier war auch eine. Okay, eine. Wir haben alle. Außer eine. Achso, das schießt ja weiter nach vorne. Ne? Wow! Yoshi! Oh, hier ist so ein richtiger Kampf. Mit so einem riesengroßen Schiff. Bam! Bam! Oh, da geht's kaputt, da geht's kaputt. Vagas grinst und kriegst so eine Blume dafür. Okay, das Level ist cool. Aber die 100% in diesem Level sind etwas fies. Trotzdem mochte ich das Level sehr. Yeah, richtig cool. Ich würde sagen, schneide ich euch die ganzen Dinger rein. Zwei Blumen fehlt mir und eine rote Coin, wo ich ja schon weiß, wo die war. Ah ja, und die Herzen natürlich, die muss ich jetzt kurz... Da werde ich kurz das Raben-Outfit nehmen, damit ich nicht sofort sterbe. Weil ich will ja mehrere Hits kassieren können, ohne dass ich meine Leben ganz verliere. Deshalb würde ich sagen, ich werde noch kurz die Sachen holen. Und dann werden wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge sehen, wie das Level, die Welt hier weiter... Ja, oder die neuen Level aus dieser Welt schaffen, sagen wir es so, ja. Es gibt sehr, sehr viele Welten in diesem Spiel. Falls man die überhaupt Welten nennen kann. Oder wie würdet ihr diese Welt nennen? Weil ich meine, so eine ganze Welt hat ja normalerweise mehr als drei Level. Weil irgendwie hat jede Welt nur drei Level und das war's. Und dann kommen da halt 10.000 Level Welten auf dich zu, wie 30 Stück gefühlt. Weiß nicht, haben die einen Namen? Sind das einfach nur kleine Inseln? Ich weiß es nicht. Ich finde den Aufbau von der Weltkarte auch persönlich ein wenig seltsam. Wenn man mich fragt. Achso, das sind nur Münzen. Okay. Die hatte ich schon. So, hier hatte ich, glaube ich, eine übersehen gehabt, ne? Okay, wie viele Eier habe ich jetzt? Ja, ich glaube, ich habe genug. Der hatte eine rote. Der hat nur eine normale Coin. Okay, ich sollte meine Eier nicht verschwenden. Den soll ich noch... Okay, das sind nur für... Okay, ich habe nur noch zwei. Dann verwende ich die jetzt. Für die Blume! Für die Blume! Wow! Aber ihr könnt mir nicht sagen, dass es hier zwei gibt. Das glaube ich nicht. Okay. Die Blume haben wir. Eine Blume und eine Rotcoin.
Natürlich die Herzen, die kriegen wir hier immer aufgefrischt bei den Checkpoints, von daher passt das. Wie sieht eigentlich der Rabe aus, wenn man duckt? Oh. Das ist echt cool. Aber es müsste mal so ein Museum geben, wo man alles sehen kann oder so. Das finde ich ganz cool. Was weiß ich. So, mach mir mal alles frei, weil ich kann gerade nicht nach unten schauen. Weil das kommt nicht nach unten, auch wenn ich ducke. Das finde ich etwas nervig in diesem Spiel. Hier, diese hier. Yes, die war's. Ich wusste es. Ich wusste es schon von Anfang an. Ja, das hier ist ja welche? Die hier, genau. Dann muss ich ja also zurücklatschen und irgendwo eine übersehen haben. Ja? Jetzt ist mein Kostüm leider weg. Ja, irgendwo dazwischen muss es sein. Ich find's nicht. Das gibt's doch jetzt echt nicht, oder? Dass ich die Blume nicht finde. Was zum Henker? Oh! Oh! Oh, lol! Das ist schwer versteckt, dass ich das gerade noch so irgendwie gesehen habe, weil ich die ganze Zeit weiß, dass es hier irgendwo dazwischen sein muss. Da oben, wie kommt man denn darauf? Okay, Leute, dann habt ihr alles. Dann, würde ich sagen, wenn es euch gefallen, dann lasst gerne eine positive Bewertung da. Ich mache das Level noch schnell beenden. Ist noch schnell, sagen wir es so, ja. Keine Ahnung, was mit mir los ist. Ich habe jetzt leider keine, keine Rettung mehr zum treffen lassen, aber ist ja auch nicht so schlimm. Ich schneide das nicht mehr rein. So, ich beende jetzt hier die Folge einfach, weil niemand mehr sehen will, wie ich das Level noch spiele. Egal. Ich habe jetzt keine Lust, euch noch das Ende zu zeigen. Wie ich das neue Level. Ja, ich habe so schnell Level freigeschaltet, ne? Ja, okay. Egal, ich laber zu viel, ich mache alles kaputt. Haut rein. Ciao und ciao und ciao und ciao und ciao.